Nahe genug ran. Du musst näher ran. Ist sie hier rein? Ja. Ah, Karte nutzen wir mal vom Vorteil, ey. Wäre echt vom Vorteil. Komm schon. Ich bin immer noch nicht nah genug dran. Nein! Was macht der denn? Ach nö, scheiße. Wie soll ich den so kriegen, ey? Person entkommt nicht, mein Freund. Das ist doch schon wieder scheiße. Das wird so in die Hose gehen, ey. Und warum? Weil das Auto hier einfach nur richtig scheiße lahm ist. Weil jedes Mal sind doch wirklich immer irgendwie Kurven kaum drin, ja. In der Städte. Wenn ich immer jemanden verfolge. Na gut, du bleibst in der Nähe, genau so. Dann schlüpfe ich in seine Daten und er merkt es gar nicht. Es kommt rein. Mann, scheiße. Hast du gesehen, was da drin steht? Noch nicht alles. Was ist? Das komm schon. Gewerkschafter. Gefakte Verträge. Auszahlungen. Meine Güte. Sechs Logs. Eine Menge Online-Erpressung. Wo ist er denn? Ach da. Hier. Hier ist das CDOS. Dieser Iraq war ganz schön fleißig. Er hat ein paar solide Dokumente hier. Sieht aus, als hätten CDOS-Manager das Netz benutzt, um die Wahl zu manipulieren. Damit dieser Rushmore den Job bekommt. Korruption in Chicago. Überall. Das ist nichts Neues. Die das gemacht haben. Keine gefälschten Wähler. Sie haben echt verrückten Code benutzt. Keine Ahnung, was das ist. Irgend so ein Hightech-Scheiß. Den werde ich hier nicht los. Das kannst du vergessen. Ey, 80%. Wenn der jetzt noch Verstärkung ruft, na denn, weiß ich auch nicht. Es kommt immer mehr. Wonach suchen wir denn hier eigentlich genau? Ein Video. Von einer Frau. Sie ist jetzt tot. Aber irgendwas an dem Video war gefährlich genug, um mich und meine Familie anzuschauen. Jetzt muss man ausscheiden. Du verlierst den. Den verliere ich nicht. Das kannst du vergessen. Oh Mann, jedes Mal laufen. Ich kann das CTOS wieder benutzen, weil jetzt hat er das nicht mehr. Glaube ich mal. Huhuhu. Der ist noch nicht im Arsch. Oh. Oh. Sag mir bitte, dass wir alles haben. Würde ich schon sagen. Jedenfalls alles, was dein irrer Freund wollte. Was? Markowitz JB. Diese lächelnde Frau? Gibt es passende Aufnahmen? Nein, Mann. Jedenfalls keine, die ich sehe. Sicher, dass sie auf Iraqs Server war? Nein, aber er wollte sie von jemandem stehlen. Nur von wem? Schalten Sie Default aus, habe ich getan. Und er dreht sich im Kreis. Ah, trotzdem noch geschafft, ey. Oh, verdammt, ey. Skillpunkt erhalten. Ich möchte erstmal. Ich hätte jetzt zu gerne. Dachte, das interessiert dich. Ich habe noch nie einen Auftrag mit so vielen Nullen gesehen wie dein. Die wollen dich wirklich, Kumpel. Neu ist das nicht. Nein. Vertrau mir. Das ist was Neues. Du hast wirklich jedem hier ans Bein gepisst. Du musst Chicago verlassen, solange es geht, denn die Fixer werden dich finden. Nur eine Frage der Zeit. Danke für die Warnung. Ja, du wirst sie ignorieren, aber ich dachte, ich versuch's. Naja, jetzt ist natürlich, er dreht sich im Kreis, ne? Das, Nein, bitte! Na los. Hey, Kumpel. Gute Nachrichten. Ich glaub, ich hab doch eine Zukunft als Tontechniker. Hör mal rein. Du hast das Audio bearbeitet? Hör mal rein. Brent Alster, bitte im Büro melden. Brent Alster. Notrufzentrale, bitte nehmen Sie an. Mann. Dass sie jedes Mal Verstärkung rufen müssen. Wo muss ich denn jetzt hin? Jetzt.
hab doch eine Zukunft als Tontechniker. Hör mal rein. Du hast das Audio bearbeitet? Hör mal rein. Brent Alster, bitte im Büro melden. Brent Alster. Nickys Anruf kam vom selben Ort wie diese Lautsprecherdurchsage. Brent Alster. Das ist gut. Ich suche mal nach seinem Arbeitsplatz. Ah, jetzt wirst du doch getrackt. Mal gucken. Da. Nicky ist da. Ich weiß. Angestellt bei Kläranlage. Klärgrube. Hol sie zurück, Bruder. Ah, dann müssen wir jetzt mal ganz schnell hin, würde ich sagen. Ich hätte natürlich gern die Karre von dem Default gehabt. Sehr gerne. Aber man kann nicht alles haben. Oh. Wo sind wir denn hier? Die Polizei braucht vollen Zugang zu allen Daten, um diese Cyberterroristen von DeadSec aus ihrem Versteck zu treiben. Wir werden nicht ruhen, bis wir alle haben. Das war der Bürgermeister. Er hat den Ordnungskräften bisher nie dagewesenen Zugang zur CTOS-Datenbank gewährt, um DeadSec-Mitglieder zu... War das nicht... Arbeiten wir nicht auch bei oder für DeadSec? War das nicht irgendwie so... Die dumme Kuh will keinen Krankenwagen, keine Polizei rufen. Ja, gute Frage. Da gibt's eine Treppe. Ist zwar jetzt nicht für Autos geeignet, aber naja, ist immer ein Anfang. Ich bräuchte immer noch eine Karte. Moment. Ist das da gleich am... Da könnte ich mir doch eigentlich auch ein Boot schnappen. Also sprich da rein. Na los. Ach scheiße. Lass uns die Karre einfach mal hier stehen, warum auch nicht? Ja, ja. So, und fahren einfach mal Boot. Es wird einfach schneller gehen, würde ich sagen. Brauchen bloß noch einen Wegpunkt. Das ist nämlich ganz schön weiter unten, ey. Und bis wir da unten ankommen mit dem Auto, das dauert einfach viel zu lange. Warte mal, gibt's noch ein cooles Boot, ein dynamischeres. Nein, ich werde dich nicht umbringen. Ich werde dich einfach nur dein Boot klauen. Nein, das darf nicht wahr sein. Doch, ist aber so. Nein, wirst du doch auch nicht. Komm schon, lass mal das Boot los. Ach Mann. Bitte, nein. Ich wollte sie nicht töten, ey. Ich wollte sie nicht töten, aber. Im Endeffekt hat es nichts gebracht. Ich musste sie töten. Weil sie wollte mich einfach partout nicht ans Steuer lassen. Von daher. Moment, ich brauche jetzt erstmal nochmal eine Kartenaufnahme. Das geht jetzt da runter. Oder am besten gleich da lang. Klar, das passt doch. Ja, das wird schon. Ich kann natürlich mit diesem Taxiboot hier fahren. Ist auch eine Option, da komme ich mich heute gar nicht mehr an. In dieser Kläranlage. Deswegen habe ich mich mal jetzt dieses Boot hier geklaut. Junge. Schöne Stadt, ja. Ich habe noch nie diese Schönheit dieser Stadt betrachtet. Das habe ich noch nie gemacht. Hey, hier ist der Bunker. Moment, wir müssen. Bevor ich jetzt weiterfahre. Können auch da lang. An der Brücke vorbei. Jetzt müssen wir eigentlich bloß noch diesen Weg hier folgen. Eigentlich. Rein theoretisch. Ach ja. Was ist denn das? Kann man das kaputt machen?
Das ist ja der Bunker, ist das ja hier. Kann man hier doch drauf gehen. Ohne jegliche, jegliche Abzäunung. Weil sonst ist alles abgezäunt von dem Bunker. Aber hier anscheinend nicht. Ich meine, das sind Gegenden hier, die kenne ich alle noch gar nicht. Oh, dann kommt noch, das habe ich auch noch gesehen, jetzt irgendwann Mitte Mai oder wann das war. Ah, das ist nicht euer Ernst, oder? Ach so, die ist hochfahrbar. Habe ich auch gerade noch gesehen im Launcher. Ein neues Assassin's Creed. Das wollte ich eigentlich schon viel früher mit ansprechen. Ein neues Assassin's Creed. Freue ich mich eigentlich schon riesig drauf. Ich wollte eigentlich Rogue zocken. Wollte ich eigentlich auch als Let's Play Projekt nehmen, aber... Das hat einfach nicht funktioniert bei mir. Ich weiß nicht warum. Hat einfach nicht geklappt, so wie es sollte. Warte, Moment. Jetzt müssen wir da runter. Ne, müssen wir nicht. Sind wir falsch? Nee. Sind wir nicht. Wir sind richtig. Wir müssen jetzt einfach da lang. Ja, das wird schon irgendwie. Ja, wie gesagt, es läuft jetzt halt, ne? Es ist gedroht. Mitte Mai kommt es raus. Hatte ich jetzt erst so gesehen, vorhin. Vorm Starten jetzt der Aufnahme habe ich nochmal reingeguckt. Und das wird eigentlich ziemlich lustig. Ich hoffe mal, dass ich dieses Mal aufnehmen kann. Hoffe ich doch mal. Aber ich sehe es jetzt nicht so verbissen, wenn ich es jetzt nicht hinkriege. Aber, ja. Warte, Moment, da ist noch ein Boot. Ein Schiff. Das hätte ich mir gerne mal angeguckt. A riesengroßes Schiff. Ja. Kommt man da irgendwie drauf? Nee, ne? Nee. Schade. Ich hätte mich jetzt gefreut. Wenn man da jetzt rankäme. Nein, gibt's leider keinen Weg. Wo sind wir denn hier nochmal? Jetzt sind wir da unten. Jetzt müssen wir da runter. Um zu Niki zu kommen. Ja. Da runter. Also ein klein wenig nach links. Nach rechts. Da rein. Da. Und da sind wir denn auch hoffentlich richtig. Also, wir sind richtig laut Karte. Hoffentlich kommen wir jetzt auch noch einfach hin. Yeah. Wir haben es gerammt. Oh, oh, oh. Können die Boote umfahren? Ich weiß das gar nicht. Naja. Ah, da ist das Ziel. Das Boot sieht so aus, als ob es gleich umfällt. Aber nein. Ach so, jetzt kommen wir durch. Was ist das denn? Schaffen wir das auch so? Tatsache. Wir kommen auch so durch. Ja, es sieht immer so aus, als ob man das nicht schafft, weißt du? Nein. Was war das denn? Also diesmal bin ich nicht dran schuld. Ich muss da rein, ich muss da hoch. Nicht, dass wir jetzt da nicht mehr hochkommen, ey. Erstmal da hoch, vorsichtshalber. Ja, vor der Mission passiert ja nicht immer sehr viel, aber... Man weiß ja eben nie. Hacken wir gleich mal mit. Ja. Ah, aber die Stelle kenne ich ja, war ich schon mal. Also, in der Aufnahme. Ich hab Niki. Endlich. Und Damien weiß es nicht. Okay, jetzt schön vorsichtig. Er wird sie bewachen.
Hoffentlich ist sie bereit. Und komischerweise stehen auch jedes Mal Wachen immer da, also man weiß nie, von wo sie kommen. Weiß immer keiner. Pass gut auf dich auf, Dattin. Sie haben wohl Fixer als Security angeheuert. Sie schießen erst und stellen dann keine Fragen. Ja, ich hack mich unter dem Radar rein. Die werden mich gar nicht bemerken. Hätte ich mir denken können. Na komm, geh schon ran, Junge. Oh. Nicky, ich bin's. Aiden! Wo bist du? Hier sind überall Männer. Die Wache hier ist... Keine Ahnung, was passiert ist. Hör zu, ich weiß. Ich hole dich raus. Du bleibst am Telefon und ich führe dich. Nein, die finden mich. Nicht, wenn ich dich führe. Nicky, da ist deine Waffe. Steck sie bitte ein. Nur für den Fall. Jetzt ruckelt das auch komischerweise. Oh Gott, das ist verrückt. Aiden, ich weiß nichts über Waffen. Nein. Überhaupt nicht. Nein. Hab geschafft. Wir müssen weiter. Oh Mann. Hör auf meine ist doch nicht euer Ernst. Ich glaube, er ist tot. Ja. Nicky, hör mir zu. Wir müssen schnell machen. Ich werde dich sicher führen. Zeig Besserung in der Therapie? Naja, der war in Therapie. Achso, jetzt haben wir erstmal hier die Kamera nehmen wir. Er hat noch geatmet. Der Mann eben. Ich glaube, er atmet noch. Sollten wir einen Krankenwagen rufen? Ja, gute Frage eigentlich. Achso, nee, nicht wegen die Typen da. Yeah! Wham! Ach so, wir müssen die da rüberbringen. Weil ich ihn getötet habe. Ich glaube, er ist tot. Ich wollte das nicht. Sie ist einfach losgegangen. Das sagen sie mal alle zum Anfang. Ah, der hat... Stimme. Zuerst müssen wir dich rausbringen. Ja. Scheiße. Okay. Ja. Jetzt, los. Okay. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wir sind doch fast da. Nein, tu mir nicht. Lauf zu diesem Auto. Steig ein und fahr los. Nicht umdrehen. Jetzt heißt es, dass wir entkommen müssen aus dem Gebiet. Aber wir müssen dich und Jax aus der Stadt bringen. Ist Jackson okay? Oh Gott, er sagte, du wärst tot. Er sagte, er würde mich töten. Wo ist Jax? Ich muss ihn sehen. Er ist sicher bei Yolanda. Fahr da jetzt hin. Ich treffe dich. Hol Jax, bleib ruhig. Kein Handy. Lass ihn nicht mal sein Tablet benutzen, bis das vorbei ist. Das ist vergleichsweise ziemlich einfach gelaufen jetzt. Wir haben Skillpunkt erhalten. Vergleichsweise ziemlich gut, ey. Und wir können noch mehr Akkus gebrauchen. Warte mal, Moment. Verstärkungsrufe deaktivieren. Na, das nehmen wir doch gleich mit. Jetzt haben wir natürlich keine Skillpunkte mehr. Komm schon, gib mir das Auto. Glaubst du, Nicky wäre sicher? Glaubst du, es ist vorbei? Ja. Für Nicky ist es vorbei. Aber. Notrufzentrale. Ich verlange, dass sie sofort ein paar Leute hinter. Das Spiel läuft nicht weiter. Blödes Ding. Jetzt läuft das Gespräch wieder von vorne. Pass auf. Glaubst du, Nicky wäre sicher? Glaubst du, es ist vorbei? Für Nicky ist es vorbei. Aber nicht für dich. Ich will dir nichts verderben, aber ihr bekommt Gesellschaft. Die Bullen haben gerade einen Tipp zum Rächer bekommen. Ist das nur ein Spiel für dich? Ja, sicher, es ist nur ein Spiel. Ich bin
bin nur zum Spaß dabei. Du hast mich enttäuscht, Aiden. Wir waren Partner. Was wirfst du mir vor? Ambitionen? Ich werfe dir deine Gier vor. Ich muss los. Deine Heuchelei ist beeindruckend. Fahr vorsichtig, Partner. Die Cops sind echt heiß auf dich. Ja, ist doch kein Problem, ne? Weil... Packt eure Sachen zusammen. Ich komme und hol euch ab. Nehmt nur mit, was ihr wirklich braucht. Okay, Jax und ich sind fertig, wenn du kommst. Ja, hoffentlich. Ich hätte jetzt noch schnell was gegessen, aber... Naja. Nein, das wollen wir nicht. Für einige ist er ein Krimineller, für andere ein Held. Wir wissen sicher, dass er der Rächer ist, der seit Monaten durch die Straßen Chicagos streift. Aber wer ist er? Unsere Nachforschungen ergaben Widersprüchliches. Es gibt Hinweise darauf, dass er verheiratet war. Ein anderer Bericht widerspricht dem allerdings. Wir wissen von einer Schwester. Einige sagen, er hätte auch einen Bruder. Zu den meisten Spekulationen gibt es keine Beweise. Unzweifelhaft ist, dass ein junges Mädchen, Lena Pierce, bei einem Autounfall starb. Ein Unfall, der einigen als Anschlag einer Gang gilt. Falls eine Verbindung zu Pierce besteht, war dies dann der Auslöser, der diesen Mann zur Selbstjustiz antrieb. Vieles liegt noch im Unklaren. Wir berichten weiter. Ach, die Leute, die spinnen sich immer so eine Menge zusammen am Tag, ey. Es ist der Wahnsinn. Aber leider sind die Aufnahmen schon noch gleich vorbei. Timer abgelaufen und so. Ich muss erst mal gucken, ob ich überhaupt richtig... Doch, ich fahre richtig. Ich dachte jetzt... Hey, ich fahre sogar den richtigen Weg, ey. Weil ich ziehe später nach Chicago. Ziehe ich, glaube ich, später hin. Ich kenne mich hier so gut aus. Ja. Ich glaube, hier ziehe ich hin. Den Pfeiler hat es gleich mal in 1000 Stücke zerrissen. Also, ein paar Stücke zerrissen, aber... Das ist der Bunker. Ne, das ist der Bunker, oder? Ne, hier ist nirgendwo der Bunker. Na komm schon, ran da, ran da an die Wand. Oh. Scheiße. Das wollte ich gar nicht. Verdammt. Das sollte nicht passieren. Nein. Jetzt nicht. Später vielleicht gerne. Was ist das denn? Achso. Ich muss aber nur noch gucken wegen Nachricht und so. Ich hatte noch Handy vibriert. Na fahr doch, Junge. Oh. Das kann doch nicht wahr sein. Die wollen mich alle irgendwie am Fahren hindern. Nee. Hier wohnt die Lena, Alter. Boah, ist das eine Drecksgegend hier, ey. Ach so, ja. Die wohnt hier ja tatsächlich. Ich habe mich so angestrengt, Nikki von allem abzuschirmen. Und jetzt hat sie jemanden getötet. Die ganze verdammte Stadt bricht unter uns zusammen. Ich bringe sie in Sicherheit, bevor es zu spät ist. Ja, das ist das Sinnvollste, was du tust. Na komm. Yolanda sagt, sie hetzt dir die Polizei auf den Hals. Steig ins Auto, na los. Bist du reingelegt worden? Sag es. Ich hab ihn. Diesen Mörder. Ich weiß, wer er ist. Was? Nick, die Zeit ist knapp. Na komm schon, los. Steig ein und ich erkläre dir alles. Jetzt. Komm jetzt. An alle Einheiten. Oh Gott. Jax, halt den Kopf schön unten. Wir brauchen jetzt... Das heißt, du darfst vor der Polizei flüchten und das hasse ich. Aiden, das sind Polizei.
Verdächtigen hinterhergeschickt. Vor der Polizei, die können uns helfen. Nee, die helfen uns nicht. Warum? Weil sie mich verfolgen. Aber wir können von Damien erzählen. Ich sag ihnen alles, was passiert ist. Nicky, hör zu. Du sagst nichts. Nee, ey. Fahre ich euch zwei erstmal aus der Stadt. Du verschwindest und der fährt da lang, das ist schon mal sehr gut. Die wohnen hinten echt am Arsch der Welt, ey. Macht doch keinen Sinn. Wir haben nichts zu verbergen, oder? Am Arsch der Welt wohnen die. Ah, nein, da stehen Bullen. Wir sind doch vorbeigekommen. Moment mal. Das ist jetzt, wo ist denn unser Ziel hier überhaupt? Da hinten? Ich bin gerade an der Polizeisperre vorbeigefahren. Also alles aus den Nachrichten. Die Morde. May Stadium. Ja. Och nö. Oh, jetzt wurden wir von der Polizei auch noch entdeckt. Scheiße.